was ein. Fax es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, kommt sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend durfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Perfekt, so. Der Fax das dann gleich mal rüber. Kann ich mich umschauen? Was hat sie denn hier alles? Dann ist das Fax, dann ist noch eine Pizza. Und drei Kerzen. Hier sind drei Kerzen an. Ob das was heißen soll? Lecker Pizza. Soll ich den Fernseher dann anmachen? Okay, die Fernbedienung scheint irgendwie weg zu sein. NYPD. Irgendwas im Gefrierfach. Nö, nichts, was sie nehmen würde. So, ist hier irgendwas? Nein, schade. Zumachen. Und hier ist noch ein Schrank. Hallo, hallo. Keiner drin. Aber da war gerade Nu Toller oder so drin. Jeder weiß auch, was es bezogen ist. Ah, hier ist die Fernbedienung. Dann können wir den Fernsehen. Ja, geht sogar. So, you see, for the old chicken recipe, I take my little chicken and I pluck it. Achtung! Ich hab keine Ahnung, was er redet. Kommen Sie her! Schnell! Im Westen Afrikas sind wegen der Trockenheit fast 38 Millionen Leute von der Hungersnot bedroht. 30% aller Kinder unter 3 Jahren sind unterernährt. In den Vereinigten Wenn sie zu Hause sitzen und niedergeschlagen sind, sich allein oder verloren fühlen, dann greifen sie jetzt nach einem Blatt Papier und schreiben ihren sehnlichsten Wunsch auf. Stecken sie ihn in einen Umschlag und schicken sie ihn mir zu, zusammen mit liebevoll beigefügten $100. Und ich werde von ganzem Herzen zum Allmächtigen beten und zu ihm sprechen, um ihren Wunsch zu übermitteln. Oh, das ist wohl der übelste Abzocketrick, den ich bisher überhaupt gehört habe. Brief hinschicken, $100 reintun und dann wird sie in Anführungszeichen dafür beten. Ja, ist klar. Gut, also so setze ich mich meistens auf den PC, wenn ich Let's Playe. Zwar nicht, aber ein X-Ohr-PC. Valium. Wow, auf jeden Fall. Also das braucht man wirklich. Und hi. Tommy. Gut, hi Carla. Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann und erzähle dir von meinem neuesten Abenteuer. Ciao, Tommy. Gut. Dann wollte der das ja rüberfaxen. Dann. Na, scheiß drauf. So kann man. Wer könnte das sein um diese Zeit? Ich erwarte niemanden. Na, Tommy. Einfach mal die Tür aufmachen. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Es kommt drauf an. Also. Das war jetzt gerade das Klo. Also man hat es ja meistens auch so einen Raum und da ist ein Klo drin und dann so schnell mal was anziehen. Aber wenn mir so eine Dame die Tür aufmachen würde, ich hätte da kein Problem mit. Sie ist da wahrscheinlich etwas eigen, aber gut, dann ziehen wir mal irgendwas an. Irgendwas Tolles, weiß ja nicht, was die da jetzt nimmt. Muss ja auch immer passen, farbentechnisch. So. Ja, warte doch, Tommy. Ich bin auch gleich da. Ich glaube, so würde die Carla das nicht sagen in diesem Stimmton, aber. So. Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis.
In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Langweilige Einladung. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Hm? Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich suche sie. Suchen? Ist wahrscheinlich in der Küche. Logisch betrachtet. Also würde ich jetzt mal so sagen. Hier vielleicht? Töpfe und Pfanne. Gut. Hier vielleicht. Ah, jetzt geht die Suche nach dem... Der guckt sich das wahrscheinlich gerade richtig nett an. Findet sie sie? Findet sie es nicht? Ah, hier sind die zwei. Natürlich immer nur zwei Gläser. Nicht fünf oder sechs, es sind immer nur zwei. Und jetzt fallen lassen. Ich glaube, das wäre gemein. So, guck mal hier. Da ist er. Bitteschön. Setzen wir uns mal dahin. Also, so viel Skill habe ich meistens auch, dass ich schon gar nicht mehr hingucken Einen muss. Einen Toast? Okay, auf was? Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Ein Toast? Das ist aber Wein. Okay. Wenn du so Toast hältst, dann... Runter damit. Wie läuft die Arbeit? Eher gut. Diesen Monat habe ich von meinem Team den zweithöchsten Gewinn erzielt. Super, was? Das nice. Nervt allerdings einige meiner Kollegen. Die machen sich über mich lustig. Ist mir aber egal. Ich tue, was ich will. Das ist richtig. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schere sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Ach so. Aber von wegen... Für die sind wir alles. Nur nicht normale Leute. Also für mich sind sie es eigentlich. Also müssen sie es. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such dir einen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Ich weiß nicht. Danach ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meine letzten Romanzen waren stets ein Riesenreinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Karten. Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Gut, dann mischen wir den Mist mal. Die bösen Karten. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und bitteschön. Na komm, dann sag mal, was passieren wird. Wird der Winter noch stärker? Wird die Tür gleich aufgebrochen? Oder fällt das Regal um? Such dir was aus. Nimm zwei Karten. Gut, mit der Charaktersteuertaste können Sie die Handbewegung, die Hand bewegen. Mit der Eingabetaste können Sie eine Karte wählen. Welche wollen wir denn? Nehmen wir mal meinen Geburtstag. 6, 7, 8, 9, 10, 6, 8, 10, 11. Dann nehme ich die hier. Und den Monat, den 4. So. Die nehme ich. Dich erwartet eine dunkle Zeit, eine Flucht und große Gefahr. Leg zwei dazu. Okay, was haben wir denn? Hier haben wir gerade 60 FPS. Das nehme ich mal dann die 6. Und dann nehme ich mal, habe ich 45 Abonnenten derzeit. Super, geil, möchte ich nochmal so erwähnen. 4,5 mal 2. Sind 9. Dann nehme ich die 9. 5, 6, 7, 8, 9. Nehmen wir die hier. Da ist jemand.
Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Gut, jetzt gehen wir langsam die Alternativen aus. Was haben wir denn? 92, erste Zahl 1 und die 2. Hat er eigentlich nur böse Karten? Und ein Fluch, großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch zwei Karten. Gut, hier habe ich gerade 1,5 rumliegen. 1,5 mal 2, nehme ich mal die dritte Karte. Und dann nehme ich, was nehme ich denn dann? Habe ich hier irgendwas rumliegen, irgendeine Zahl? Hier habe ich noch eine Karte rumliegen. 5 steht da drauf. Dann nehmen wir mal die 5. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Nimmst du die Karten nicht mit? Gute Nacht, Carla. Gute Nacht, Tommy. War ein netter Abend. Komm bald mal wieder rüber, okay? Versprochen. Wobei die Karten ja jetzt schon etwas aussagen. Ich weiß bloß nicht mehr was. Nun gut, ihr wollt ja uns was faxen. Und, ach, hat er noch nicht, das müssen wir noch selber machen. Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnte ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Kann man sich irgendwie schon vorstellen. Gut, die Gläser stehen hier auch noch. Dann spielen wir mal den Tyler. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. Gut, nebenbei ist mir mal kurz aufgefallen. Hier hinten, da gibt es ein Loch drinne. Moment, stellen wir uns mal so hin. So, da ist ein Loch drinne. Ich frage mich, wie groß die Kabel zu der Zeit waren, wenn da so ein großer Schaltknüppel, sagen wir, oder generell eine Einbuchsung ist. Naja, wer weiß schon, wie groß die waren. Gut, dann faxen wir das mal rüber.